darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz mit unserem Präsidenten Helmut Hack, mit dem Direktor Profifußball Michael Mutze und mit unserem neuen Trainer Mike Büskens. Danke erstmal fürs Kommen und ich gebe das Wort dann gleich an unseren Präsidenten ab. Herr Hack, bitteschön. Ja, auch von mir, klar, grüß Gott im Schnee in Fürth. Entschuldigung auch dafür, dass wir Sie jetzt so kurzfristig wahrscheinlich Ihren ganzen Tagesplan umgeworfen haben. Aber Fußball, da sind manches Mal Entwicklungen und Dinge, die man vorher nicht so planen kann, dass sie für jeden passen. Wir haben Sie im Vorfeld heute Vormittag bereits über den Trainerwechsel informiert. Viele von euch haben ja unseren gemeinsamen Weg mit dem Frank jetzt über nahezu zwei Jahre verfolgt. Und ich glaube, dass ihr alle es mir und uns abnimmt, wenn wir feststellen, dass wir in der Tat sehr, sehr gerne und gut mit dem Frank zusammengearbeitet haben. Das ist mir wichtig, das ist uns wichtig, denn dafür hat er uns als Trainer und als Mensch immer viel zu sehr überzeugt. Und es ist mir besonders wichtig, dass es kein Lippenbekenntnis ist, sondern es ist so, wie es ist. Und ich wiederhole, das habt ihr alle erlebt. Die zweite Geschichte ist klar, dass es neben diesem Punkt des guten Trainers, des Freundes, die Situation zu bewerten gilt, dass es auch den Trend zu bewerten gilt. Und da sprechen einfach viele nackte Tatsachen, die wir von dem trennen müssen, eben doch eine ganz, ganz eindeutige und klare Sprache. Wir alle haben es erlebt, dass wir seit dem 3. Oktober, das sind fast 5 Monate, hier zu Hause nicht mehr gewonnen haben. Wir alle haben es erlebt, bis zum bitteren Freitag auch, dass sehr häufig ganz einfach die Leistungen der Mannschaft nicht gestimmt haben. Sie alle haben mit mir, mit uns erlebt, dass es über 600 Minuten ist, dass wir zu Hause kein Tor geschossen haben. Und damit ist einfach Fakt, dass die Mannschaft, die sehr, sehr gute Trainingsarbeit, die wir leisten, die der Frank leistet mit seinem Trainerteam, die viele von euch auch im Trainingslager ja live erlebt haben, dass die Mannschaft das ins Spiel, nicht in ein gutes Spiel und auch nicht in Ergebnisse umsetzen kann. Und das ist ganz naheliegend und klar und logisch und notwendig, dass wir diejenigen, die in der sportlichen Verantwortung sind, das analysieren müssen, dass wir das bewerten müssen, dass wir die Situation und die Entwicklung ganz gewissenhaft überprüfen, um festzustellen, ist es gut, wenn wir so weitermachen, wie wir das bisher gemacht haben. Das ist über dieses Wochenende hinweg, wir haben gestern Abend sehr spät mit dem Frank dann noch sprechen können, weil er vorher nicht da war, geschehen. Und wir sind zu dem Schluss klargekommen, dass wir etwas verändern müssen, damit es einfach wieder besser werden kann. Ich möchte mich an der Stelle beim Frank bedanken, was auch schon gestern Abend geschehen ist, für seine Arbeit, für die hervorragende Zusammenarbeit, für die gemeinsamen Erfolge, aber auch für die Art und Weise, wie wir immer miteinander umgegangen sind. Ab sofort ist Mike Büskens unser neuer Trainer. Wir freuen uns über seine Bereitschaft. Ja, er kehrt sozusagen wieder nach Hause zurück. Und dabei sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass er bei der Mannschaft, dass er in unserem gesamten Umfeld neue Emotionen, neue Kräfte, neue Energie, neuen Mut freisetzen kann. Dafür wünsche ich ihm und uns viel Glück und ein gutes Gelingen. Und dahin steht er, Mirko Reichel wird Mike Büskens auf diesem Wege hier unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hack. Sie haben jetzt den Übergang quasi schon hingeleitet. Jetzt wollen wir natürlich auch Sie hören, Mike Büskens. Wie ist es, zurückzukommen nach Fürth? Naja, zurückzukommen. Ich war ja zwar räumlich weg, aber eigentlich ja emotional nicht wirklich weg. Ich glaube, dass ich über diese 2 Jahre immer wieder Kontakt auch gehalten habe,
zu den Fürthern, dass ich logischerweise auch die Spiele verfolgt habe, der Spielvereinigung. Und von daher ist es nicht so, dass man jetzt sagen kann, ja, jetzt kommt er wieder, weil wie gesagt, das hat sich in diesen 3 Jahren und 2 Monaten eine emotionale Bindung aufgebaut. Und dann ist es so, dass man ein Teil seiner Persönlichkeit immer auch an diesem Ort lässt. Und das war bei mir definitiv der Fall. Es war dann so, dass als die Frage kam, ob ich mir das vorstellen könnte, habe ich schon auch ein bisschen überlegt, weil auch ich zu Frank einen sehr guten Draht habe, einen sehr guten Kontakt habe, ihn wahnsinnig schätze als Mensch und auch als Trainer. Und das letztendlich so war, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich der Spielvereinigung jetzt in dieser Situation helfen kann, dann möchte ich das tun. Und deswegen freue ich mich, heute hier zu sein, heute Nachmittag mit der Arbeit, mit der Mannschaft zu beginnen. Aber ein Teil meiner Gedanken ist auch bei Frank, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, so eine Situation. Vielen Dank. Damit haben Sie die Möglichkeit, Torben Hoffmann, bitte. Ja, die erste Frage an beide, an Herrn Hack und auch Mike Büskens. Warum der Vertrag jetzt im Endeffekt nur bis zum Sommer? Wenn man die Tabelle anschaut, 7 Punkte nach unten, 11 zum Aufstiegsplatz. Ich will nicht vom Niemandsland reden, aber warum nur der Sommer? Warum keine längerfristige Planung? Warum nicht über die Saison hinaus? Wollen Sie antworten, oder soll ich das tun? Das ist eigentlich ganz einfach gesagt. Als dieser Kontakt entstand, ging es darum, dem Verein zu helfen über diese restlichen Spiele. Und alles andere wird sich ergeben. Ja? Ich weiß auch, dass ich in einer angenehmen Situation gewesen bin. Ja? Das ist, glaube ich, normal, wenn ein Verein nicht ganz so seinen Zielen folgen kann, dass man dann als Trainer in einer sehr positiven Situation ist. Aber mir ging es darum, dem Verein zu helfen. Ja? Und das werde ich machen. Und wie gesagt, alles andere ergibt sich dann aus dieser Situation heraus. Florian Pöllmann, wir reichen das Mikro von der Seite rein. Gibt es eine Option in dem Vertrag, sprich bei Klassenhalt, verlängert sich der Kontrakt automatisch um 1-2 Jahre? Herr Hack? Aber Böllmann, ich denke, Mike Büskens hat alles gesagt, wie wir es gemacht haben, wie wir es aus tiefster Überzeugung gemeinsam gemacht haben. Und entsprechend ist klar, dass wir keine Option brauchen. Wir nicht, er nicht, und er hat es ganz richtig ausgedrückt. Wir backen jetzt an miteinander, wir lösen die Aufgaben, die vor uns liegen, und alles andere wird sich einfach richtig geben aus der Kraft, die entstehen wird. Außerdem haben wir da gar keinen Vertrag geschlossen. Schriftlich. Ja, es gab ein paar Vereinbarungen und mal schauen, ich hoffe, keiner von uns beiden hat Alzheimer, aber wir haben nichts schriftlich fixiert. Davon gehe ich aus. Und wenn nicht, ne, dann vertraue ich auch den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie wissen, worüber wir gesprochen haben. Also von daher ist das für mich nicht zwingend notwendig. Dieter Bracke. Frage an Helmut Haag: Spielt bei dieser negativen Entwicklung der letzten Wochen oder Monate nicht eine Rolle, dass der Kader nicht den Erwartungen entspricht, die man vorher hatte? Es ist ja klar, dass wir unter schwierigen Voraussetzungen, ich denke an die kurzfristige Verletzung von Ilya Assemi, in dieser Runde gestartet sind. Ich darf zurückerinnern, dass wir furios gestartet sind, 5-1 gegen den 1. FC Nürnberg, 3-0 gegen St. Pauli. Dass wir aber realistisch unsere Situation eingeschätzt haben, dass wir gesagt haben, in diesem Jahr in der zweiten Liga gibt es 10 Mannschaften, die vorne spielen können, und es gibt Mannschaften, die ganz so schnell auch mal nach hinten schauen müssen. Wir waren sehr, sehr realistisch. Und was den Kader angeht, sind wir alle in der sportlichen Verantwortung, sind ganz sicher, dass wir einen guten Kader haben. Stefania Plonka. Herr Büskens, was glauben Sie, ist Ihre erste Aufgabe, die Sie bewerkstelligen müssen, oder was müssen Sie der Mannschaft geben, dass eben diese Erfolge wieder zurückkehren können? Geht es nur über die Emotionen momentan? Der Kader ist ja der gleiche.
Nein, nein, nein. Also es ist zu einfach, alles nur auf die Emotion zu reduzieren. Ich glaube, dass wir auch schauen müssen, dass wir torgefährlich werden, dass wir Tore schießen, dass wir in Situationen kommen, die so vielversprechend sind, dass wir auf der Plusseite einiges erzielen werden im Abschluss. Trotzdem brauchen wir die Kompaktheit, die Mannschaft auch ausgezeichnet hat in den letzten Wochen. Herr Püskens, Sie waren ja schon mal hier und jetzt gibt es in der Anhängerschaft sicherlich Leute, die Sie befürworten, die sich jetzt freuen, dass Sie wieder da sind. Aber es gibt sicherlich auch negative Stimmen, die sagen, warum ausgerechnet jetzt Sie zurückkommen müssen. Was würden Sie jetzt gerne an Ihre Anhänger richten? Na, aber gucken Sie mal, das eint uns beide ja. Ja? Ohne dass ich Sie kenne. Aber Sie werden auch Leute haben, die Ihnen vielleicht etwas skeptischer gegenüberstehen als andere. Ja? Fakt ist, dass wir hier, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hatten mit dem Kleeblatt. Dass wir ja, dann leider ein Bundesliga-Jahr hatten, was wir uns alle anders gewünscht hätten. Ja? Nichtsdestotrotz wissen wir, dass es, wie wir miteinander umgehen und dass es funktioniert. Das ist keine Garantie, ja? Aber das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, dass ich, als ich den Verein vor 2 Jahren verlassen habe, in diesen 3 Jahren und 2 Monaten wahnsinnig viel investiert habe für diesen Verein, mit meinen Leuten, die um mich herum auch gearbeitet haben. Und das werde ich wieder machen. Ich habe noch eine Frage. Und zwar haben Sie damals auch unter anderem aus familiären Gründen Ihren Rücktritt bekannt gegeben. Gibt es... Ihre Familie jetzt dazu? Ich habe keinen Rücktritt bekannt gegeben. Ja, aber das nicht. Aber wissen Sie, ich war letztes Jahr so oft im Urlaub, ja, und ich war jetzt so lange zu Hause, dass sie auch mal froh sind, wenn der im Ruhrgebiet sagt man, wenn der alte Mann ein paar Tage weg ist. Ja. Philipp Seid. Wie sehr kommt es Ihnen entgegen, dass jetzt gleich so ein Top-Gegner ansteht mit Kaiserslautern? Also spielt Ihnen das auch in die Karten, dass man die Mannschaft da noch mal mehr motivieren kann, dass es eben jetzt nicht gleich ein Gegner von unten ist oder aus der Mitte? Ach, wissen Sie, das sind hypothetische Fragen, die Sie jetzt stellen. Also Fakt ist, dass wir uns am Freitag dem Gegner stellen wollen. Und dass es unser Anspruch ist, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und als ich hier vor etwas mehr als 5 Jahren saß, war der erste Gegner auch der 1. FC Kaiserslautern. Ja, damals in einer noch besseren Position, nämlich als Tabellenerster. Ja, und wir werden dieses Spiel angehen, ja, aus Überzeugung und mit viel Optimismus. Wie die Sprunghelfen des damals ausgegangen? 3-0 war es. Nico Müller, glaube ich. Nerik Elfmeter, genau. Und weiß nicht, Sammy vielleicht, aber das weiß ich nicht. Aber es war 3-0. Wie bitte? Die sind doch alle nicht mehr. Ja, aber bei Kaiserslautern hat sich, glaube ich, das Personal auch verändert. Bis auf vielleicht Sippel im Tor. Auch damals hatten wir einen Gegner, der in oberen Tabellenregionen stand und wir haben das Ding angenommen. Darum geht es dann nur. Sie haben es ja schon angedeutet, Sie können sich sehr gut in die Situation hineinversetzen vom Frank Kramer jetzt. Ist es von der anderen Seite aus betrachtet auch ein Schritt, diese Trennung von Frank und hier Ihre Rückkehr, dass der Mannschaft auch das letzte Alibi genommen ist? Also das weiß ich nicht. Ja, ich weiß nur, dass es nie Zweifel gab über den Charakter dieses Teams, über die Einstellung dieser Spieler, so habe ich das aus dem Ruhrgebiet wahrgenommen und von daher möchte ich gar nicht davon reden, dass man Alibis nimmt oder wie auch immer. Ja, wir werden heute ab 15 Uhr anfangen zu arbeiten und darum geht's. Daniel, es geht. Ich denke mal, dass Sie im Ruhrgebiet und im Urlaub die zweite Liga trotzdem ausgiebig verfolgt haben. Sehen Sie denn auch so, dass die Fürther einen guten Kader haben oder glauben Sie, dass man schon nochmal auch unten reinrutschen kann? Es ist so, dass wir unsere Situation so annehmen müssen, wie sie ist. Ja, definitiv. Und das bedeutet für uns, dass wir uns von diesen Plätzen lösen wollen und dass wir gerne noch einige Plätze nach oben wollen. Ja, und der Kader wurde mit Bedacht ausgewählt. Ja, und wir hätten auch gar keine Möglichkeit mehr, das zu regulieren. Ja, was ich auch Stand heute gar nicht möchte.
Florian Pöllmann. Es ist aber nicht doch eine Gefahr, dass vor einigen Wochen haben viele Spieler noch davon gesprochen, der Abstand nach oben ist nicht so weit. Wir wollen dann mal eine Serie nach der Winterpause starten und schon schwupps sind wir oben dabei. Ist das vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben für Sie, erstmal das in die Köpfe reinzukriegen? Jungs, es ist Abstiegskampf, verliert noch 2-3 Spiele, dann wird es richtig dreckig? Ja, aber man hat ja gesehen, dass die Jungs das auf St. Pauli sehr, sehr gut angenommen haben. Ja, ich glaube nicht, dass wir da über die kämpferische Einstellung diskutieren müssen. Ja, oder über eine Tatsache diskutieren müssen, dass die Jungs diese Situation nicht annehmen. Ja, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren, weil das haben sie sehr, sehr gut gemacht auf St. Pauli. Stefan Jablonka. Kurze Zwischenfrage. Das Spiel haben Sie angeguckt auf St. Pauli, haben Sie 90 Minuten gesehen? Ich habe viele Spiele gesehen, ja. Weil Sie haben gerade gesagt, auch im Ruhrgebiet verfolgt man die zweite Liga. Und wenn man wenige Kilometer von einem Zweitligastandort wohnt, sieht man auch viele Live-Spiele. Und gelegentlich schaue ich dann auch Fernseher am Wochenende. Ja. Nein, aber das ist doch normal, dass man das verfolgt. Stefan. Montagsabends? Nee. Also doch vielleicht Premier League auf Sky, aber die fangen eine Stunde später an. Da hätte ich zumindest die erste Halbzeit sehen können. Ohne dass ich Gefahr laufe, irgendetwas anderes zu verpassen. Stefan. Wie hat sich denn der Trainer Mike Büskens in dieser Phase jetzt verändert, in der er nicht mehr da war in Fürth, dann in Düsseldorf ein Engagement hatte, jetzt zuletzt, der zu Hause sich ausruhen durfte anscheinend und viel verreisen und jetzt eine neue Aufgabe angeht? Was ist der Unterschied zwischen damals und heute? Ja, ich glaube, dass wir, auch das eint uns, dass wir jeden Tag dazuleiern, dass wir reifen, ja? Und dass wir manchmal auch unsere Sichtweise verändern, definitiv. Und von daher habe ich Erfahrungen gemacht in diesen letzten Jahren, die mir hoffentlich dabei helfen, als Persönlichkeit die nächsten Schritte und auch als Trainer die nächsten Schritte machen zu können. Ja? Und die Zeit, wo ich halt nicht im Urlaub war und trotzdem viel Zeit hatte, habe ich natürlich dazu genutzt, auch über diesen Tellerrand hinauszuschauen. Ja? Mich zu reflektieren, mit Leuten zu sprechen, die auch ein Teil des Systems Mike Büskens waren in der Vergangenheit. Und ich habe mich nicht nur über die zweite Liga informiert, sondern auch in der Bundesliga viel verfolgt, was auch Trainingseinheiten betrifft. Ich habe Spiele geschaut im Nachwuchs, weil auch das war für mich klar. Meine nächste Aufgabe wird eine sein, wo man auch wieder Spieler entwickeln muss. Ja, wo man nicht unbedingt in ein gemachtes Nest kommt, sondern auch wieder Spieler entwickeln muss. Und von daher habe ich die Zeit doch, denke ich, konstruktiv nutzen können. Martin Ferschmann. Frage an den Herrn Hack. Ich nehme an, Mirko Dickhaut und Tobias Gitsche sind auch beurlaubt. Was ist mit dem Torwarttrainer und wer übernimmt die U23, wenn der Mirko Reichel als Co-Trainer einsteigt? Herr Faschmann, darüber habe ich nicht referiert. Die Frage ist sehr aufmerksam. Ist gut, erstens einmal klar, die Zukunft von Mirko Dickhaut, er wird auch nicht mehr zum Trainerteam gehören, aber er muss auch diesen Abstand gewinnen, denn er weiß es, wenn Sie so wollen, erst seit gestern Nacht, spät, seit wenigen Stunden. Und wir möchten den Menschen einfach auch schon die Gelegenheit geben, nachzudenken, gemeinsam nachzudenken, was es dann bedeutet. Die anderen Mitarbeiter des Trainerteams bleiben im Trainerstab. Und U23-Frage kann ich noch nicht beantworten. Dieter Bracke. Frage an Helmut Hack. Stimmt es dem Präsidenten nicht traurig, wenn er feststellen muss, immer wieder, welche Spieler eine tolle Laufbahn, einen tollen Weg genommen haben? Wenn man jetzt sieht, Stieber, Geis, ist das nicht bitter, dass man immer wieder aus finanziellen Gründen Spieler, die talentiert sind, abgeben muss? Aber auch an der Stelle, die da überhaupt nichts Neues. Wir stehen dazu, dass wir Spieler entwickeln müssen, dass zu unserem Konzept heute, gestern, heute und auch morgen gehört, dass wir Spieler transferieren.
Das ist Teil des Geschäftsmodells der Spielverein Greuther Fürth. Und da kann ich nicht von traurig sprechen. Diesen Weg, der beschwerlich ist, wo wir manches Mal auf dünnen Eis gehen, wo wir manches Mal Geduld bräuchten, die man in diesem harten Geschäft gar nicht haben kann, weil es brutal wieder um Punkte, weil es um Erfolge geht. Und das geht eben nur dann, wenn im Verein gemeinsam an diesem Thema gearbeitet wird, so wie wir es auch mit dem Frank getan haben und über das Ganze sicher logischerweise auch mit dem Mike Küstens tun werden und getan haben. Das ist Teil der Spielvereinigung, das ist Teil unserer Existenz. Mike, nochmal eine Frage. Du bist ja sehr ambitioniert, man hat ja auch Ziele, kurzfristig wahrscheinlich stabilisieren der Mannschaft. Mit einer Serie ist ja vielleicht noch was möglich, denkt man selber auch vielleicht am oberen Limit zu sagen, okay, wenn alles gut läuft, will ich auch diese Saison noch aufsteigen oder ist das völlig weg? Torben, ich glaube, da sollten wir doch realistisch bleiben. Ja, wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist. Ja, und da gehören wir halt nicht zum vorderen Mittelfeld in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Und von daher sollten wir wirklich auch den ersten vor dem zweiten Schritt machen. Gut, wenn es keine Fragen, doch. Florian Pümmern. Frage noch an den Herrn Hack. Es war ja heute so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, dass das Zischtuch zwischen Ihnen und dem Frank Rammer zuletzt zerschnitten war, wohl auch wegen einiger Personalien. Entspricht es den Tatsachen oder ist es völlig aus der Luft gegriffen? Absolut nein. Die Hygiene, der Kontakt, der Austausch, die Offenheit zwischen Frank und mir war immer und bis zum gestrigen Tag, bis zu dem Moment, wo wir einfach diese Trennung entscheiden mussten, war intakt, das ist nicht so. Wir sind jeden Schritt gemeinsam gegangen. Ohne Wenn und Aber und ohne Komma und ohne was dazwischen. Philipp, der Abschluss. Dann letzte Frage noch zu Frank Kramer. Wie hat er denn reagiert, als Sie ihm das mitgeteilt haben? Ich meine, er wird die Zeichen ja auch irgendwie schon vorher gedeutet haben. Nein, schauen Sie, das ist ja eine schwierige Geschichte für diejenigen, die in der Verantwortung stehen und für den Frank selber. Das eine, dieses offene, unglaublich vertrauensvolle Verhältnis, das wir zueinander haben. Das andere natürlich die Dynamik, die Entwicklung unserer Spiele, die Punkte, der Abstiegskampf, den wir annehmen mussten und das, was von draußen dann einfach klar hineingetragen wird. Alles, was ich sage, ist morgen falsch. Alles, was ich sage, wird gegen mich ausgelegt. Also ich kann in der Situation überhaupt nichts richtig machen. Das ist eben so, das müssen wir auch respektieren. Ich muss mit den Medien versuchen, offen umzugehen. Gleichzeitig können wir nicht alles sagen, was uns hier in der Vereinsführung, in der sportlichen Leitung, in der Verbindung mit dem Trainer bedrückt. Ich kann nur einfach feststellen, dass im Verhältnis von uns allen zu Frank immer größtmögliche Offenheit da war und einfach so, wie man es sich nur wünschen kann. Und deshalb war das gestern schon, waren die ganzen Tage jetzt der Entscheidungsfindung und auch der Information, als ich den Frank angerufen habe, dass er herkommen soll, dass er nicht da war, dass es erst gestern Abend sein konnte und jeder wusste, was jetzt kommt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es nicht machen müssen. Gut, wer sich vom Wetter nicht abhalten lassen will, um 15 Uhr ist Training, ja, seid ihr herzlich zu eingeladen und vielen Dank fürs Kommen.